Woche 7 der Corona-Krise. Unser Leben ist nach wie vor eingeschränkt. Ich konnte den Nazeg bisher noch nicht fahren, zumindest nicht wirklich ausprobieren, außer hier ganz kurz auf dem Badesee. Langsam lockern sich aber die Einschränkungen. Inzwischen haben die Baumärkte geöffnet. In 2 Wochen öffnen die kleineren Geschäfte. Und ich hoffe, dass auch unsere Ausgangsbeschränkungen zumindest teilweise aufgehoben werden. Ich rechne zwar nicht damit, dass ich heuer noch ins Ausland kann, schon gar nicht nach Italien oder Tschechien, wo ich eigentlich meine Touren geplant habe, aber ich wäre schon froh, in Österreich überall hinfahren zu können. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich die Steuerung an den Nazeg anbringe, wie ich die Fußpedale einstelle. Weiters möchte ich zeigen, wie ich das Boot am Bootswagen befestige und den Bootswagen am Boot befestige. Ich werde das Paddel Neptun vorstellen und noch einige andere Kleinigkeiten. Seid mit dabei und viel Spaß! Zu Beginn möchte ich noch einmal den Zusammenbau zeigen und das Ganze ohne Schnitt, damit man sieht, wie schnell man dieses Boot einsatzbereit bekommt. Der Nazeg hier als Einsitzer aus 3 Teilen ist sehr schnell zusammengebaut und es ist wirklich eine Freude, die Teile aus dem Auto rauszulegen und nach 3, 4 Minuten ist man einsatzbereit und kann aufs Wasser. So, und das war es auch schon. So schnell ist das Boot komplett fertig zusammengebaut und ich könnte es jetzt nehmen, aus Wasser ziehen und losfahren. Jetzt zeige ich noch einmal, dass es sich nicht bewegt. Also das Boot ist wirklich sehr starr. Die Verbindungen halten sehr gut. Wie sich das in Langzeittest bewährt, das werden wir natürlich sehen. Ich bin da allerdings sehr zuversichtlich und jetzt hole ich gleich den Bootswagen und werde das Boot einmal auf den Bootswagen stellen. So, also das war jetzt überhaupt kein Problem. Jetzt habe ich die Mitte gefunden, wo das Boot sehr gut ausgewogen ist und es fährt sich extrem leicht und einfach. Und da kommen wir aber jetzt auch schon zum ersten Problem, nämlich für Wasserwanderer wird es nötig sein, hier einige Halterungen, D-Ringe oder irgendetwas anzubringen, damit man den Bootswagen auch befestigen kann. Um den Bootswagen befestigen zu können, habe ich auf der Seite einige Ösen angebracht. Aber auch oben an Deck habe ich etwas geändert. Und zwar habe ich die Steuerseile in Schläuche gelegt, damit diese bei ihrer Arbeit nicht behindert werden. Hier sieht man noch einmal die Ösen für die Gummispanner, um den Bootswagen befestigen zu können. Die Ösen für die Schläuche habe ich gekauft unter dem Namen Deckfitting Öse. Und die Ösen für den Bootswagen nennen sich einfach Allzweckhaken für Gepäcksnetz. Dazugehörig zum Boot gibt es auch ein neues Paddel, ebenfalls von Kayak Innovations.
ist zeitgleich mit dem Boot erschienen und trägt den klingenden Namen Neptun. Der Grund, warum das Neptun heißt, ist hier der Dreizack am Paddelblatt. Das Paddel ist zweiteilig, in der Mitte mit einem Schnellspanner versehen und verfügt über eine stufenlose Links-Rechts-Blattverschränkung. Der Name Neptun ist übrigens auf den Dreizack am Paddelblatt zurückzuführen. Das Paddel ist extrem leicht, ähnlich wie ein Carbon-Paddel. Auch von der Festigkeit soll es ähnliche Werte aufweisen. Erhältlich ist das Paddel in den Längen 2 Meter, 2,10, 2,20 und 2,30. Der UVP beträgt 399 Euro und wer möchte, kann sich auch seinen Namen eingravieren lassen. Das Paddel wird in einem schwarzen Stoffbeutel geliefert und so wird es beim Transport auch gut geschützt. Allerdings hätte ich mir am Ende 2 Druckknöpfe gewünscht oder einen Klettverschluss, damit die Paddel nicht rausrutschen können. Bei KKO habe ich mir dann eine Spritzdecke bestellt, und zwar von Hiko, die Flex. Diese hat eine kleine Netztasche und auch innen einen Gurt zum Spannen, sodass kein Wasser drin stehen bleiben kann. Der Preis beträgt 65 Euro. Hier demonstriere ich jetzt noch einmal das Aufziehen der Spritzdecke, was überhaupt kein Problem darstellt. Diese passt ausgezeichnet und ich kann sie nur empfehlen. So findet man auch eine Gummiabdeckung wieder, die man am Vortag verloren hat. Zeige ich noch einmal die Netztasche im Detail und noch die Ösen. Auch hier kann man noch einiges befestigen, wenn man das möchte. Und jetzt kommen wir zur Steuerung und dessen Einbau. Wir haben hier mal das Steuerblatt. Die Rückholleine, die habe ich da schon befestigt. Und die 2 Ruderseile. Das Ruder kann ganz leicht eingehängt werden. Hier wird die Steuerleine, die Rückholleine dann eingehängt und so wird das Ruderblatt hochgezogen. Beim Zweier-Cockpit muss ich noch die Löcher für die Steuerseile bohren. Beim Solo-Cockpit habe ich das bereits erledigt und alles vorbereitet. Die Pedale sind mit jeweils einer Schraube fixiert. Möchte man mit Steuerung fahren, muss man diese Schraube entfernen. Dann werden noch die Steuerseile durchgesteckt. Die originalen geraden Dreilochspanner habe ich übrigens gegen diese dreieckigen ausgetauscht, weil diese weit besser funktionieren. So, und jetzt schauen wir, haben jetzt einmal in feinen Paddelzwirn geschmissen und jetzt werden wir ausprobieren, ob man das Boot oder wie leicht man das Boot umhauen kann. Von der Kippeligkeit hat es mich ganz stark an das Gummotex Framura erinnert. Beim Einsteigen
ist es sehr kippelig, aber man gewöhnt sich und wie man hier sieht, man kann sich doch einigermaßen hineinlegen, ohne dass man gleich umkippt. Also ich muss sagen, ich bin doch sehr überrascht, wie weit man sich rauslegen kann, bevor das Boot kippt. Einzig das Ausleeren des Bootes, das gestaltet sich etwas schwierig, wenn man keinen Bodenkontakt hat. Dadurch es doch einiges an Gewicht hat, kann man das gar nicht so leicht umdrehen. Eine Lenzpumpe sollte man daher immer mit dabei haben. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es war wieder einiges Interessantes dabei. Und wir sehen uns beim nächsten Video und dann garantiert am Wasser. Ciao, bis dahin.